Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Arise. Wir haben den letzten, oder den zweiten Lord eher besiegt. Gehen wir mal kurz auf die DLCs, damit das Leuchten aufhört. Hole Daten ein, wobei wir können es auch mal kurz anschauen, ne? Aha. Also ich habe immer kein Problem damit, wenn die DLCs anbieten. Das stört mich. Wer soll das denn das? Ist das der Alfin? Holy shit. Fuck, sind wir in Hogwarts? Wobei ich ja zugeben muss, dass ich mich echt freue auf das Harry Potter Spiel, was da kommen soll. Open World mäßig. Tut mir leid, ohne diese gebrochene Maske passt er eigentlich. Was ist denn das? Also die Rüstung schaut cool aus, aber die Maske. Schaut aus, wie wenn ein Kühlergrill dran hätte. Oh wow, Alter, 80er Jahre fancy oder was? Ja, schaut nicht schlecht aus. Sie passt halt richtig in so ein Ding. Und das taugt eigentlich auch. Das Geflochtene, war das immer geflochten? Nee, das ist ja offen. Kriegsmaid-Outfit. Weltvereiner. Okay, das schaut fett aus. Das schaut mal richtig fett aus. Also nicht sie, sondern das Outfit. Okay. Es passt auch. Scheiße, jetzt möchte ich eine School-Anime dazu haben. Eulenuniform. Warte, ist das alles? Ne, Mädchenschuluniform, Jungschuluniform. Da ist die Eulenuniform. So Tengu-mäßig, oder? Dämonstola. What the? Zeremonielle Eulentracht. Ich weiß nicht warum, aber es schaut schon irgendwie cool aus. Und. Was? Warum? Warum denn das? Ich dachte, da kommt auch so ein schwarzes. Idol. Rinwell. Halunken Neoprenanzug. Ja, nein. Das ist der Quatschkopf, der irgendwie cool ausschaut. Das schaut geil aus. Shinobi schaut bei ihm cool aus. Und das ist irgendwie fancy. Die haben wir noch nie, die kommt noch. Schaut cool aus. Stille Assassine. Aha. Direktorenmantel. Okay, der schaut schon stylisch aus. Warte mal. Ja, wir gehen da kurz mal schauen, was alles so gibt. Ich werde nichts kaufen, höchstwahrscheinlich, weil ich habe es ja schon mal erwähnt. Hinweise? Kostüme jetzt verfügbar, so. Habe ich jetzt da alles angeschaut? Ich habe doch alles angeschaut. Spielboost. Kostümpaket? Hä? Warte. Da geht's nochmal runter, das ist so aufs Ding, Alter. Blutschleier. Ah, shit, Alter, wie heißt Code Vein? Ja, wie geil. Da geht's nicht weiter runter. Da geht's auch nicht weiter runter. Da ist auch nicht, da auch nicht. Okay, das ist cool. Das ist die eine aus Code Vein. Charakter ansehen, ich sehe doch den Charakter. Achso, ich kann mal so. Okay, mehr gibt's nicht. Steam Shop gehen wir jetzt nicht, weil sonst macht's wahrscheinlich das Spiel zu. Und gibt's die DLC-Artikel? Das habe ich ja alles. Ja, genau. So, genug gefaulenzt und irgendwelche DLC-Dinger angeschaut, was wahrscheinlich viel zu viel Geld kosten. Wir gehen mal kurz zurück nach Caligria, sonstige. War im Eulenwald schon wieder was? Ich glaube nicht. Moskul. Das sieht man auch noch, dass da noch Dinge auf jeden Fall sind. Ich würde gerne wissen, was die dazu sagen, wenn wir denen erzählen, so, ey, du Leute, keine guten Nachrichten, aber ich glaube, Zephyr ist im Arsch. We've reached our destination. Holy shit, waren hier viele Missionen. I hear a voice. Somebody's asking for help. Yeah, die wollen alle Hilfe. Hopefully it's nothing that'll be too hard to deal with. Ich könnte jetzt vieles über Zephyr sagen, aber ich lasse es. Ich werde weiterhin seinen Willen ausführen und mein Bestes geben, um Caligria wieder wiederzubeleben. Das ist das Richtige und so hätte er es gewollt. Okay.
Gehört, was mit Zephyr geschehen ist. Klingt so, als hättet ihr viel mitgemacht. Hört mal, allen Mitgliedern der Kamesin-Grenze die Risiken bewusst. Wir werfen euch nichts vor, also macht euch deshalb nicht fertig, ja? Das Einzige, was ich denen vorwerfen kann, ist, dass es ziemliche Spackos sind. Ich meine, den Typen hast du von vornherein angesehen, dass der nichts Gutes vorhat. Der Typ ertränkt kleine Kätzchen und raubt dabei alte Omis aus. Na, ihr wisst gar nicht, wie oft ich davon geträumt habe, dass dieser Tag eine Wirklichkeit wird. Ich bin euch so dankbar. Warte, dass Zephyr tot ist? Muss ich mir jetzt da irgendwelche Gedanken machen? I think there's someone in trouble here. So, jetzt würde ich gerne mal hier eine Mission noch machen. Well, let's see what they have to say. Um zu sehen, ob ich hier auch so viele Punkte kriege. Yes. Mit Schmidt gesprochen, nice. Allerdings, Zeugelteil offen erstellen, bla 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 bla. Die sind kein Schwein. Drei Steinverbänge von den Biestern besorgen und herbringen. Schauen wir mal, was ihr tun könnt. Got it. Yes. Habe ich das nicht schon? Steht dort, was ich bekomme, wenn ich das mache? Steinfragment. Feldhandbuch. Aktivitätsdaten. Eulenwald. Nach neuen Waffen. Ah, da steht es sogar. 700 Galt, 170 FP. Okay, mit neueren Dingen gibt es natürlich auch mehr. Ich denke mal, da werde ich irgendwann zurückgehen und die mal alleine machen. Außer es kommt was Spezielles dabei raus, aber... Ja, ist aber ehrlich, da wird nichts Spezielles mehr kommen. Warte mal, Standortliste. Kelsislodia, Frosttal. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier schon 6 Minuten vertrödelt. Was macht denn ihr? Hä, hey, was müssen die Richtung? Da geht's. Do you sense one of your friends, Hoodle? Hoodle? Where does that drawbridge connect to? No idea. But I've seen it get lowered. Deswegen it can't be lowered from this side anyway. So it's useless to us. Oh mein Gott, lauter! Schusshündchen, Attacke! There. Jetzt gibt's auch die Fresse, ich brauch gar nicht so rumrollen hier. It'll be a breeze. Get in, get out. Ignite! Fistar! Rising Wiper! First strike! The tide of battle has turned. That's the power of comrades in arms. Comrades in arms. This ends now! Wow. Consider yourself finished. Kann das sein, dass wir den voll den Arsch vermöbelt haben? Waren die nicht stärker wie sonst? Ich dachte, hier würde das Level steigen oder so. Well, looky here. Was muss man... Alter, ernsthaft, ich bin jetzt da reingegangen und habe diese armen, traurigen Hündchen getötet. Um ein bisschen Rosmarin abzugreifen. Wow. Das ist hart. Na gut, eigentlich nicht hart. Ich meine, das sind dämliche Gegner, die man platt machen. Wer macht denn eigentlich immer so tiefe Schluchten? Ich finde immer noch diesen Artstyle geil. Der ist einfach nur geil. Aber mich interessiert immer noch, was das Ding da oben eigentlich ist. Ist es wirklich nur da, um Licht abzusaugen? Und was machen die jetzt mit diesen Fake-Marco-Reaktoren? Die sind wirklich nur auf Level 12, sehe ich gerade. Läuft. My fists are crushing it out there. Attacke! Hey Leute, was geht? Berserker Boys. Alle tot? Fuck, die halt einfach überlebt. Didn't even break a sweat. Das kann ich mit Flammenschwert, glaube ich, einfach weg. Ja, kostet aber halt HP. Boom. Oh mein Gott, eine Kiste. Zeugelpanzer gewonnen. Wer versteckt denn sowas schon wieder hier? Oh, nicht schlecht. Outfits habe ich für sie keins, ne? Achso, stimmt, das ist nur für das dämliche Buch. Diese Veränderung, wenn diese Haarspange weg ist.
Man erkennt sie fast nicht wieder. We should think about eating soon. Really? Not all that hungry myself. Don't make me say it again. Yeah, good idea. Ja, bleib mal locker hier. Wir essen dann schon was. Go no further. Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. Okay, here I go. You are in tip-top shape. Soon as I'm done here. How could a girl ever say no? These little ones are hardly worth our time. I still got a ways to go. Alle labern echt viel, meine Freunde. Geht's schon wieder nach mir? Ja, ich hab mich schon gesehen. No choice. Rising Was hat sie gesagt? Irgendwas mit Air Force. Das töten halt. Solche Gegner kill ich halt wirklich alle einem Schlag. With your flames and my technique, we're stronger together than we are apart. Ich kann das da nicht runterklettern, das kannst du mir nicht erzählen. Die wollen mich bloß verarschen. Da liegt einer, hä? Und da sitzt einer. Ja, ihr macht das schon. Ich vertraue euch. Hä? Hä? Warum auf den Baum hoppt da der Sack? A lot of fish swimming around in this pond, huh? Are they edible? Sure, they're edible, but we've got no way to catch any. Oh, so viele Fische. Oh, kann man sie essen? I feel like somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. Diese. Halbrahmen. Look, Hoodle, one of your buddies. Heilung, ach so. Ich hätte nie die Stadt verlassen sollen. Da draußen ist es unheimlich und es tut weh. Ich gehe nach Hause. Ja klar, wir lassen dich jetzt einfach so alleine heimlaufen, aber hey. Wobei, ich habe eigentlich alles unterwegs vernichtet. Was ist mit dir los? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Guardeno. What's wrong? Hey, geht es dir gut? Der liegt am Boden, dem geht's frei. Schnauf, schnauf. Fionn, der Mann hier braucht erste Hilfe. Ich habe Hunger. Fionn, der Mann hier braucht eine Kartoffel. Really? Was? Hey, die gehört mir? Ah! Glaubst du, ich würde so tief sinken, eine läppische Kartoffel zu akzeptieren und träumen weiter? Sure. Wenn du dich so benehmen willst, schön, dann verhungere doch. Warte. Ich habe mich doch gar nicht vorgestellt, junge Dame. Und wen interessiert das? Ich heiße Guardeno, ein Mann, der gutes Essen vor allem anderen genießt. Ich kam auf der Suche nach aufregender neuer Küche hierher. Ich stieß auf ein dem Anschein nach außerordentlich explizites Rezept und doch leider fehlen mir die Zutaten, um es zuzubereiten. Wundert mich, dass niemand den Typen hier angezeigt hat. Hä? Auf meiner Suche ergriff mich ein solches Hungergefühl, dass ich zusammenbrach. Hey. Solltest du denn nicht wirklich diese Kartoffeln nehmen? Niemals, ich weigere mich irgendwas zu essen, als was in diesem Rezept enthalten ist. Right. Tja, du hast ihn gehört, bei dem kommt jede Hilfe zu spät, gehen wir. Ich bin noch nicht fertig, dürfte ich euch vielleicht darum bitten, mir stattdessen diese Zutaten zu bringen? Was ich brauche, sind Äpfel und Weizen. Hol sie mir und ich werde euch zum Dank sogar mein Rezept beibringen. Ja, was du brauchst. Nice. In dem Fall musst du diese... Es ist so schwer, Weizen und Äpfel zu bekommen, willst du mich verarschen? Wir folgen und mir sofort einen Apfelkuchen backen. Warte, warum muss ich es machen? Hey. Beeil dich und backe. Jetzt will sie auch den scheiß Apfelkuchen haben. Well? Ja, bitte, alles erledigt. Ich habe auch genug für Schion genommen. Oh, schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. Wie ein fucking Apfelkuchen, Alter. What? Boah, das ist absolut exquisit. Ich bin im Himmel. Du bist ein Feinschmecker. Solltest du nicht etwas wortgewandter sein, wenn du den Geschmack beschreibst? Was könnte ich denn sonst drüber sagen? Nein, gar nichts. Aber wenn ich es dir nochmal ausprobieren soll, es ist absolut. Schon klar, es ist gut. Alfen, wir haben unser Rezept. Lass uns endlich verschwinden. Schion, warte. Was ist denn? Deine Kleidung ist mit Kuchenteig verschmiert. What?
Ich bin jetzt durch und durch zufrieden. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Zeit, dass ich aufbreche und noch großartige Genüsse finde. Leb wohl, meine kulinarischen Kameraden. Okay. Schön, warte. Ich bin Apfelkuchen gespielt. I can't wait to see him again. Ein rustiger Rentner. You really liked that apple pie, didn't you? Er schmilzt und hängt. Was ist denn das? Oh nein, das sind diese Drecksartes-Viecher. Lass mich in Ruhe. Schaut aus wie so Fake Pac-Mans. Na komm, wir hauen euch mit. No backing down! Raging Cascade! I'm not done! Use a healing arc! Swallow Blade! Photon Crumble! Alright, okay, it's showtime! We're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. Rising Wyvern! Do it! Lock! Demon's Descent! Flashing Fang! Zack! Way to go! Hey, da gibt's ja noch einen. It's over! We won that by a mile! Bizarrer Megakern. Übernachten. Shion hat Hunger. Warte. Waffe schmieden. Verkaufen. Eisenstück. Bitteschön. Waffe fertigen. Okay, ist alles schwächer. Schaut's hier aus. Ja, da habe ich jetzt was Neues. Warte. Wir sollten es nicht übertreiben, ne? Trank des Lebens haben wir 6 Stück. Eine Wand. So. Wir übernachten jetzt auf jeden Fall bei jedem Ding, um zu schauen, was abgeht. I guess even someone as fashionable as you wouldn't know a whole lot about Dan and armor, right? Not really, no. Like, what's with that scarf? I don't remember that being with any of the armor we found back there. Oh, well, remember how you told me you thought I'd look good wearing some blue? I took your advice to heart. Decided to give it a go. Oh, I see. Well, it suits you. Would you say I've learned to spruce things up like you suggested? I wouldn't go that far. Wow. Vor dem Ausruhen kochen, ja. Komm, sie kriegt ja einen Apfelkuchen. Erhöht Elementarangriff. Naja, Äpfel haben wir genug. Rinwell. 10 Minuten, 15 Minuten. Reduziert Wirkung, erhöht aber Ding. Wow, that came out perfect. Die Stimme hat irgendwie komisch geklungen. Ich kann nicht mehr mit jemandem reden. Make sure to get some good rest. Sorry, schon, aber nichts Wirksames. Nee. Well, off we go. Sind denn überall solche verdammten Dinge? Dungeons? Was zur Hölle ist denn das? Law? Yeah, sorry. Just a little travel weary is all. Looking forward to finally getting out of here, you know? Still beating yourself up about your dad, aren't you? I'd be lying if I said I wasn't. But that's not what I was just thinking about. Oh? I never did tell you how I ended up hanging around with the Snake Eyes, did I? Not properly. All I know is you had a falling out with your dad and ran away from home. Getting to Cislodia almost killed me. Once there, though, I actually ended up joining a resistance organization, believe it or not. Of course, before long, someone ratted us out. And we were ambushed by the Snake Eyes. I'd never seen such brutality. If I hadn't surrendered... Law? I don't know why. They let me live. They made me watch as they butchered my friends right in front of my eyes. I still have nightmares. I hear roars of Zoogles as my friends scream. The snow stained red with blood. And all the while, those bastards laughing. I thought that with Ganabelt defeated, I'd be able to put it all behind me. Turns out that was a little optimistic. I was terrified they would kill me too.
So I wound up betraying the memory of my friends and getting my old man killed in the process. I wonder if I'm any braver now. What if one day I panic again and end up running away like always? And leave us behind? You really think you'd do that? I hope not. But who's to say what I'm really capable of? Ah! I found you! Something wrong, Rinwell? How very perceptive of you! When I turned around, you were gone, so we came back to look for you! Maybe tell us next time you decide to stop? We need all our manpower to face these Zoogles. Jeez, okay. I can't help it when nature calls, can I? Nature? Ew, gross! Here? Let's make tracks, shall we? I hope he makes it through this. You invited him along. He's your liability. He's Zephyr's son, Shion. What was I supposed to do? Just leave him? Fine. Just don't come crying to me about it, all right? I've got enough deadbeats slowing me down as it is. Ach, Shion. Die ist immer so nett und freundlich. Why did people dig this path so far underground? Maybe it was too dangerous on the mountains for them to traverse over them. So you're saying that before Danna was conquered, Danans made this so that they'd have a way to get through the mountains? If I had to guess, they might have even lived inside of these once upon a time. Not like there's any way of knowing now. Not after all our history was lost. No, it wasn't lost. It was stolen from us by the Renans, because they thought slaves didn't need it. And because keeping it around would have made it harder to control us. It's not all gone. Look at that, over there. What is it? It looks like a broken piece from a dish or something. Probably. It's true the Renans erased a lot of our history. But if we look hard enough, I think we'll find there's still plenty of it left. But first, we have to win the freedom to even look for it. We'll win it, all right. Then we'll reclaim our history. Ja, irgendwie sowas. Da geht's runter. Reden die da vorne miteinander? Flintfußkristall. Die schauen schon echt ätzend aus jetzt. Ich hab schon jetzt keinen Bock auf die zu kämpfen. Aber dafür haben wir die Shion. Hol die mal schön auf den Boden. Gravitasfeld. Wow. Look sharp! Lightning Tiger Blade! Wenn ich Lightning Tiger Blade höre, muss ich immer an Dragon Tiger Gate denken. Gibt's so einen Kung-Fu-Film? Irgendwas? Der ist cool. I guess Messiah is the first place we met. Hala! Yeah, I was a Snake Eye and you were a Silver Sword. Who would have thought we'd end up on the same team? You make an odd pair, it's true. You guys are the odd ones, running with a Renan. Hey, was soll das heißen? Dass ich da nicht mehr hochkomme? Ah ja, genau. Ja. Achso, ja, stimmt. Wir schmeißen hier meine ganze Kohle rum. Ey, was sind wir hier in Moria oder so? Hab ich das nicht schon mal gesagt? Ich glaube, ich hab das schon mal gesagt. Huja. Is the blazing sword okay? A little water's not going to hurt it. Kommt her, ihr komischen. Ey, warte mal, ihr wart aus in der Demo dabei. Panzerschocker. Wow. I'll show you how useful I can be! Start up! Take that! Now! Look sharp!
Lightning Tiger Blade! See that? That training's paying off. In here. An Astro Point? That's my cue. I'll smash you! Here I shut him down. Wir müssen verhindern können. Now! Strike! Rim up! Astral Energy! So, drauf da. There! Now! Here I come! Ah, gut, haben wir noch rechtzeitig gebrochen. Ah, irgendwie drücke ich immer die Rimba. There's always room for improvement. Was haben wir da Schönes? 17, 16. Naja, stimmt, die Rimba hat genau einmal, glaube ich, ist sie draufgegangen, wie wir beim Gegner besiegt haben. Jetzt stört es mich schon fast wieder, dass wir so lange für die Gegner brauchen, ey, das war so cool. Allah! Allah, nicht Allah, ja. This ends now! Consider yourself finished! See you continue my on turn. In that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? You're finished! Now! He's dead! This ends now! Consider yourself finished! My turn! Here's your swallow blade! We're not done! Water! It's here now! Law, get toasty! Get toasty. Ey, ich finde das immer so geil, Alter. Ich meine, Toasty heißt ja auch nichts anderes wie Toasten, aber... Those bombs of yours are amazing! Who needs a gun when you can send them flying? Finde ich gut. Erinnert mich an Bombenfischen aus South Park. Oder Granatenfischen. Wobei jetzt South Park auch nicht erst die ersten waren, glaube ich, die wo das eingeführt hat. Es ist halt auch cool, dass man hier schwimmen kann, Mann. Ich meine, es ist nicht spektakulär, du schwimmst halt einfach nur geradeaus irgendwo hin und tauchst ab und zu mal ab und holst was. Das Dreikristall, fuck man. Alter, vor dem Scheiß krieg ich jetzt mittlerweile so viel hinterhergeschmissen. Blutfisch. Komm her, ihr Schnecken. Look sharp! Lightning Tiger Blade! See that? That training's paying off! In here! I owe you one! This armor's too strong! Split it open! Na dann, hau auf! Hau drauf, Alter! Here I go. Whoa. Jetzt. Okay, die sind die Blocken, also das habe ich beim ersten Kampf gar nicht mitbekommen. With this, I can become even stronger. Achso, das ist nur. Wie schaut's hier aus? Da kann ich dahinter. Da muss ich auf jeden Fall hoch, dass ich überhaupt weiterkomme. Was ist denn da hinten? Komm ich da durch? Ja, komm. Okay, in Wasserkämpfen schaut nicht so geil aus. Primor. Das ist nicht das, was ich brauche. Not today! Light astral energy! You're mine! Swallow blade! Come and face me! First strike! Water! These enemies aren't to me! No complaints here! Take it! Photon shot! It's over! I'll crush you! Oh yeah, sehr schön! Lightning reflexes! Tenebrous claw! Ja, um die einfach anzugreifen, während ich auf die einschlage. Ich wollte nur nice.
Ja, aber was war jetzt da dieses, dass die da unbedingt irgendwie Strom machen mussten? Abrissfäuste. Schwarzer Equipment. Let me take a look at it. Lass mich mal sehen. Schwarzer Onyx. Maximal KP plus 15. Das war ein KP? Ah, das ist meine Energie, ne? Sind das Kampfpunkte? Nee, doch, drei, doch KP ist ein Ding. Mehr Objektfunde. Ich habe immer noch das Krieger-Emblem, ne? Ja, komm, dann kriegst du das, den Glücksreich. Mehr Objektfunde.